Der ultimative Tab-Test Teil 5. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah, hinter einem Transporter mit Anhänger. Inzwischen ist es 20 nach 4. Wir sind in Neunkirchen. Und folgen nun der Landstraße 55 Richtung Norden. Wenn ich dem TED jetzt folgen würde, müsste ich die Landstraße 55 bis zur B430 fahren. Und dann dem TED folgend die B430 bis nach Lütjenburg hochreiten. Das ist natürlich super langweilig, Bundesstraße zu fahren. Deswegen habe ich mir eine Alternativroute gesucht und gefunden. Ich habe hier in Dannau die L55 verlassen und mich Richtung Osten auf eine Kreisstraße begeben. Die Alternative zur Bundesstraße habe ich förmlich genossen. Schaut selbst. Diesen Rollerfahrer werden wir noch ein paar Mal wiedersehen.
hier haben wir die L178. Richtung Dorden führt sie auch wieder direkt auf die B430. Ah, da ist er wieder, der Rollerfahrer. Der muss ja richtig Speed drauf gehabt haben. Ziel war jetzt, die B430 zu erreichen und nach Lütjenburg weiterzufahren. Aufnahme kann man das leider nicht so gut erkennen, aber am unteren Ende der Straße ist die Straße durch eine Baustelle versperrt. Es kommen auch schon einige Fahrzeuge entgegen. Ah, Mr. Rollerfahrer. Damit ist die Ausweichstrecke, mit der ich gerade eben noch geliebäugelt habe, the way to go. Hey, und warum soll ich mich hinter diese Kleinwagen hinter einsortieren? Wozu habe ich denn Bodenfreiheit? Und welche Überraschung, damit habe ich den Shortcut zum Sektionsübergang 1 auf 2 erreicht. Und nach einer kleinen Pause bin ich dann in die Sektion 2 gestartet. Dann aber mehr im nächsten Teil. Bis dann.